Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel des TV Wiesbach gegen den TSV Peißenberg. Der TV hat sich in einem umkämpften Spiel durchgesetzt nach Penaltyschießen. Ich denke, die Zuschauer sind auf die Kosten gekommen. Ich darf ganz herzlich begrüßen unsere Gäste aus Peißenberg, Trainer Rainer Hüffler und beim TV Peter Kattern. Wie immer, erstes Fazit kommt von unserem Gästetrainer. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Ja, servus, gratuliere zum Sieg. Ja, wir haben uns heute eigentlich überraschen lassen nach dem desaströsen Wochenende. Letztes Wochenende 14 Gegentore, dann fast nur Miesbach. Also, ja, diesmal taktisch sehr clever gespielt, ganz wenig zulassen. Sie haben die Marschroute gehalten, die wir eigentlich vorher schon erfolgreich waren. Natürlich, das 1-0 war ein bisschen glücklich, keine Ahnung, wie der reingerutscht ist. Ich glaube, das war es keiner so richtig, aber mei, wenn ich die zwei Tore von Miesbach anschaue, die waren klar mit Druck, aber letztendlich sind sie auch glücklich reingerutscht. Ich denke, alles in allem für uns jetzt unglücklich gelaufen, aber so wie es ausgegangen ist, passt es, denke ich. Aber ich muss halt auch meine Mannschaft geben, weil ja, hat einfach halt richtig gut gespielt. Sehr zufrieden. Danke. Ja, das ist eine kleine Frage an dich. Ich glaube, so trotz zwei Punkte so hundertprozentig zufrieden wärst du nicht selber. Nein, bin natürlich nicht zufrieden. Aber man muss auch sagen, wie der Rainer gesagt hat, dass die haben wirklich hervorragend halt taktisch gespielt und wir haben keinen Weg gefunden. Pässe waren halt schlecht, viel zu viele Fehlpässe, Stürmer zwei vorne, Verteidiger zwei hinten, so ein bisschen. Ich meine, kann man voll schimpfen, es war halt nicht so gut, das wissen sie auch. Sie haben einen Weg gefunden, dass die Spiel noch gewinnen, das muss man auch sagen, dass die halten da unten gut zusammen, die motivieren sich gegenseitig und wenn jetzt Peißenberg die drei Punkte mitgenommen hätte, war es wahrscheinlich auch unverdient gewesen, das muss man auch ehrlich sagen, aber wir sind natürlich für die zwei Punkte noch recht glücklich, dass wir die noch geholt haben und ja, so war es. Ja, eine Frage an dich nochmal. Ihr habt ein eigenes Spiel, ich sage jetzt mehr wie im Griff gehabt, ihr habt ein eigenes Tor sehr gut verteidigt, glaube ich, mit viel Körpereinsatz, mit viel Engagement, gut ausgespielt. Dann, wie bitter ist jetzt, dann du verlierst am Schluss so ein Spiel rein, dass du eigentlich schon denkst, die drei Punkte mal gesagt und dann musst du es nochmal hergeben oder zwei Punkte hergeben. Durch zwei Aktionen, ja gut, du hast gesagt, glücklich auch, aber eigentlich war es ja schon mehr oder weniger der Sieger. Nö, weil das Eishockey ist und da wird bis zum Schluss gespielt. Das ist 2-0, sieht man ja. Das ist ja nicht das erste Mal, das gibt es im Eishockey immer. Da reicht eine Minute für zwei, drei Tore. Also, einer haut mal, wenn es aus ist. Aber ja, jetzt mit der Spieldauer vom André hat natürlich unsere ganze erste Reihe dann gefehlt. Zwei sind ja Langzeit verletzt. Ja, dann ist es natürlich schwierig. Also, von dem her, ja. Also vorher hätte ich wahrscheinlich für einen Punkt unterschrieben. Das war jetzt nicht so zum Erwarten mit dem Kader, wo wir da angereist sind. Ja, vielleicht sollte. Wir haben. Also das ist das eine, was es mir einfach ein bisschen stört. Wir haben letztes Mal gegen Geretsried. Da hat der Horvath einen Check von uns gekriegt, das wäre ein Spieler gewesen, der ist aufgestanden und weitergespielt. Gut ab. Heute Situation mit dem Slavicek, das finde ich einfach unfair. Unser Spieler geht hinaus, ob es ein Spieler war oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe es nicht gesehen. Aber der spielt im Anschluss zwei Minuten Überzahl. Das finde ich halt einfach nicht so fair. Gut, ich habe jetzt noch reingegangen, ich werde mehr auch noch zu dem Thema. Trotzdem schauen wir schon mal auf der Zahlungsrunde. Ich glaube, wir werden jetzt auch ziemlich sicher dabei sein. Oder hoffen wir es mal, dass wir da wieder haben, oder? Davon aus. Ich glaube, mit eurem Kader, mit eurem Team, ist feine Farbe auch, ich glaube, ich hätte es gut mitspielen. Wir sind eure Ziele für die weitere Saison. Sechster Platz. Das wäre schwer genug, weil wir sind ja Langzeitverletzte. Und von dem her, also Saisonziel war sechster Platz, obwohl wir gewusst haben, dass das sehr schwer wird für uns. Wir haben bis
jetzt überraschend gute Saison spielt mit dem Kader. Der Älter steht 28, das sind nur junge Spieler. Ja, Ziel bleibt nach wie vor Platz 6, aber ich denke, das wird für uns noch eng. Also ich glaube, wir drücken eigentlich Daumen, dass jetzt nochmal sehen. Peter, wie hast du die Aktion gesehen mit Bobby, mit der Spieldauer? Ja, also wenn er eine Aktion macht und das war anscheinend auch nicht, dann ist es vor allem, ob er sich verletzt oder nicht. Er darf die Aktion nicht durchführen und ja, es war jetzt spielentscheidend, waren auch die, dass wir da bei 5 3 kurz Abschuss waren. Das war auch noch, wo wir natürlich einfach auch schlecht waren halt. Aber die Aktion mag ich jetzt auch nicht. Es ist immer zu blöd, wenn einer liegen bleibt und dann 2 Sekunden später wieder spielt. Das ist uns, hat uns auch schon getroffen. Soll jetzt auch nicht gegen Gegenspieler sein, aber das ist halt ja, oft gängige Sache. Sowas kennt sich eigentlich nicht. Hast du jetzt einfach versucht, 4 Reihen aus der Rundschneid nach dem zweiten oder im zweiten Drittel dann auf 3 Reihen? Trotzdem war es, sage ich jetzt mal, nicht ganz das Gelbe vom Ei, oder was ist gescheitert denn? Nein, das stimmt nicht. Wir haben mit 4 Reihen weitergespielt. Ich habe nur den Müschken zu der ersten Reihe wieder da, weil der Felix einfach nach der Verletzung. Noch ein bisschen braucht hat und das war halt ein sehr, sehr guter Gegner und deswegen wollte ich ihn ein bisschen in die 4. Reihe da, dass die erste Reihe ein bisschen stärker wird. Dann hat sich der Hüsken verletzt, er ist ins Krankenhaus gefahren. Dann habe ich wieder ein bisschen umstellen müssen, aber das ist in einem Eishockey-Spiel ganz normal, dass sich in 1-2 Minuten alles ändert. Aber der Plan war halt mit 4 Reihen und den haben wir auch versucht zum Durchsetzen. Völlig kriegt einmal einer mehr und andere weniger Eiszeit. Das werden wir nicht schaffen, dass wir das gleich verteilen. Leider, das ist so, wir haben das Spiel dann noch gewonnen und das ist zu Zeit. Danke. Aber danke für eure Gäste. Rosa, geht's gut dran. Guten Hasenweg. Ich hoffe, wir sehen uns in der Zwischenrunde. Peter, vielen Dank. Ja. Vielen Dank an eure Zuschauer. Wir sehen uns nächste Woche. Nächsten Heimspiel. Dankeschön.